Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von R und K Barbecue. Wie ihr seht, im Hintergrund ist alles dunkel. Die Winterzeit hat uns jetzt ein, aber wie gesagt, für euch stellen wir uns sogar an die Feuertonne. Und Carina, was wollen wir heute machen? Ja, heute gibt es mal was aus dem Wok. Genau. Und zwar hatten wir doch letztens das 5-Gewürze-Pulver gemacht. Und das wollen wir weiter testen. Und zwar diesmal mit Schweinefilet und Gemüse. Was ihr dazu alles braucht und wie das geht, kommt mit rüber an den Zugabentisch. Ja, und dann kommen wir auch schon zu unseren Zutaten. Und zwar wollen wir ja heute 5 Gewürze, Filet mit Pak Choi machen. Und zwar brauchen wir da Folgendes. Etwas Wasser, eine Chilischote, klein gehackter Knoblauch, Ingwer klein gehackt. Dann habe ich hier Mandeln klein gehackt, 5 Gewürze, Limettensaft, dann etwas Schärfe, Tabasco, Sojasauce, Öl nicht vergessen. Die Zuckerschoten, das Schweinefilet, Mungobohnensprossen, Möhren habe ich hier klein geschnitten, also eine Stifte, ein bisschen Paprika fürs Auge und dazu den Pak Choi nicht vergessen. Und wir haben uns gedacht, wir machen ein paar Glasnudeln dazu. Ja, und das war es eigentlich schon an allen Gewürzen und Zutaten, was ich brauche für unser Wokgericht. Ja, jetzt würze ich noch unser Schweinefilet und zwar mit den 5 Gewürzen. So ungefähr ein Teelöffel. Das gebe ich dann hier rein und vermische das alles. Ja, das war's eigentlich mit den Gewürzen und dann kann es eigentlich losgehen mit Anbraten. Ja, ich stelle schon mal den Wok auf die Feuerplatte, zumindest auf die große Öffnung. Gebe schon mal etwas Öl hinzu. Sollte reichen. Und wenn der Wok heiß ist oder das Öl heiß ist, können wir dann portionsweise das Filet anbraten. Ja, und los geht's. Ich gebe hier unsere Filetstückchen hinzu. Brate das Filet jetzt schön an. Und dann nehme ich das wieder raus und dann kommen die anderen Zutaten dazu. Ja, die letzte Portion ist jetzt fertig gebraten. Jetzt nehme ich das wieder raus. Ja, und jetzt geht es weiter mit dem Knoblauch, dem Ingwer und den Möhren. Das muss jetzt auch schön angebraten werden. Und es duftet schon die ganze Zeit, erst nach den 5 Gewürzen und jetzt schön Knoblauch. Mhm. Lecker, sage ich euch. Ja, jetzt geht's weiter. Ich gebe den Paprika noch dazu. Dann kommt noch der Pak Choi hinzu. Schön alles wieder durchrühren. Sieht schon mal lecker aus. Gebe auch gleich noch unsere Gewürze dazu. Unser Tabasco. Unsere Sojasauce. Und der Limettensaft nicht vergessen. Und ein wenig Wasser. Und dann gebe ich das, oder ich rühre es erst einmal durch und stelle es wieder auf die Feuerstelle. Und seht ihr was? Der Pak Choi ist schon etwas zusammengekrochen. Und für ganz Mutige haben wir noch eine Chilischote, die schmeißen wir hier einfach mit dazu.
Und schön umrühren. Ja, liebe Zuschauer, wo die Carina sich hier richtig schön am Bock abquält und bemüht, ein schönes Essen zu machen, trinke ich noch mal einen Schluck Honigmilch auf euch. Prost! Prost! Carina wollte nicht. Nein. Lecker. Im Übrigen, wenn ihr wissen wollt, wo wir dieses 5-Gewürze-Pulver doch verwendet haben, das würde ich euch dann hier oben oder da oben, ich weiß jetzt gar nicht, mit einblenden. Jedenfalls hatten wir damit schon leckere Geflügelspieße gemacht. Ja. Und die waren mega. Jetzt gebe ich noch unser angebratenes Schweinefilet dazu. Muss ja auch wieder ein bisschen heiß werden. Oh. Das schaut doch schon mal ganz gut aus. Und nicht zu vergessen, unsere Zuckerschoten noch mit dazu. Und wieder alles schön durchrühren. Ja, und schaut mal, wie lecker das aussieht. Also, das ist doch mal ganz ein Bockgericht nach unserem Geschmack. Die Carina wird das Ganze noch mal ein bisschen umrühren. Und ich glaube, dann sind wir auch schon fertig und können langsam anrichten. So, liebe Zuschauer, die Carina hat wunderbar den Wok bedient und ich darf das Tellerbild herrichten. Und zwar das zweite, weil das erste ist für Instagram und für TikTok gewesen. Also ihr dürft uns dort auch gerne verfolgen. Da kommt auch ab und zu mal ein kleiner Bericht. Gut, die Glasnudeln. Dann unser lecker Wokgemüse mit dem Filet. Natürlich daneben gekleckert. Aber naja. Ich kenne einen, der kleckert fast bei jedem Video. Gruß geht raus an Pfiffi. Dann ein paar Sprossen. Und als krönender Abschluss unsere Mandelblättchen. So, liebe Zuschauer, und das werden wir jetzt verkosten und ihr seid live mit dabei. Ja, und weil es uns ja etwas kalt wird hier an der Feuertonne, werden wir gleich noch etwas Holz nachlegen. Gut, aber jetzt kommen wir zum Verkosten. Also, fangen wir an. Und zwar von unserem 5-Gewürze. Mit Pak Choi und Schweinefilet. Also, auf euch. Also das Filet mit den 5 Gewürzen schmeckt super lecker. Oh ja. Da kommt richtig der Geschmack von den Gewürzen durch. Auch ein bisschen so der Anis, der da drin ist. Aber super lecker. So, jetzt hier nochmal eine volle Gabel. Die Zuckerschote. Und etwas Glasnudeln. Also die Glasnudeln sind bestimmt mega. Auf euch. So. Also ich würde sagen, man kann das machen, ne? Ja, also es schmeckt so bisschen, sehr lecker, muss ich sagen. So ein bisschen vorweihnachtlich auch. Ja. Durch den Anis. Gut, erstmal auf euch, es wird kalt. Ja, aber wie gesagt, jetzt zum Schluss, macht's nach und ihr werdet begeistert sein. Ja, und dann wären wir eigentlich auch für heute durch. Ja. Wir werden uns hier noch alles schön schmecken lassen, ein bisschen labern am Feuer. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, Donnerstag. Aber vorher noch unseren Satz. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, hinterlasst einen wohlwollenden Kommentar,
Ein Daumen nach oben. Ein Abo, was immer kostenlos ist. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Dann tschüss, bis nächste Woche Donnerstag. Tschüss. Ciao.